So, willkommen zurück zur zweiten Session. In der ersten Session hatten wir schon zum Thema Fasten. Einmal, Fasten ist eine vergessene Grundlage. Und das zweite, Fasten ist ein Liebesgeschehen. Und jetzt gehen wir in den dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist, Fasten ordnet die Seele unter. Im Psalm 35, Vers 13 heißt es, ich ordnete meine Seele unter mit Fasten. Ich ordnete meine Seele unter. Ich beugte meine Seele unter mit Fasten. Wir sind Körper, Seele und Geist. Mein Geist, wenn ich mein Leben Jesus gebe und mein Geist mit Gottes Geist verbunden wird, so heißt es im Korinther, dann werden mein Geist und Gottes Geist eins. Das heißt, mein Geist ist hier bei meiner Lebensübergabe an Jesus, bei meiner Wiedergeburt, ist mein Geist erlöst. Meine Seele, die ist im Prozess, auf diese Erde erlöst zu werden. Also es wird etwas neu. Das ist, was wir in der Bibel immer wieder lesen, der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Der Kampf zwischen alt und neu. Ja, was Altes ist eigentlich gestorben und was Neues wird. Da passiert etwas, es ist ein Prozess von etwas da. Das heißt, meine Seele, die ist hier auf dieser Erde im Prozess erlöst zu werden. Ja, das nennt die Bibel Heiligung. Es wird reiner, es wird göttlicher. Die Seele ist da allerdings oft auch so das Kampffeld in uns. Ja, also das ist da, wo die Kämpfe, wo die Spannungen sind, wo ich merke, hey, irgendwie das eine möchte ich und das andere tue ich. Das ist das Schlachtfeld in uns. Und dann haben wir den Körper noch. Der Körper, der wird auf dieser Erde nicht erlöst. Der Körper wird erst erlöst, wenn Jesus wiederkommt. Ja, und dort ist die Erlösung von meinem Körper. Was ist die Seele? Die Seele ist mein Wille, mein Intellekt und meine Emotionen. Mein Wille, ich möchte aber. Gott, ich möchte aber dies und das. Ah nee, Gott, du hast gesagt, ich? Nein, das möchte ich aber nicht. Ich will, dann mein Intellekt. Ah, hat Gott wirklich gesagt? Ich möchte das eigentlich gar nicht so machen. Meine Zweifel. Was hat denn Gott sich dabei irgendwie so diese, mein Intellekt. Und dann das dritte, die Emotionen. Ich fühle, ah, Gott, ich fühle es halt gerade nicht so, dir nachzufolgen. Ich fühle es halt gerade nicht so, dich anzubeten. So das Gefühlsgesteuerte, mein Wille, mein Intellekt und meine Emotionen. Und das sind die Dinge, die halten mich davon ab, mit meinem Leben all in mit Jesus zu gehen. Und darum heißt es auch in Römer 12, Vers 1, lasst euch durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und genau diese Veränderung der Denkweise, die brauchen wir. Das heißt, da passiert etwas in unserer Seele. Das heißt, unsere Seele ist das Arbeitsfeld für uns als Christen. Da wollen wir Gott mehr Raum geben. Da sagen wir, Jesus, da soll was passieren. Und darum heißt es auch im Psalm, ich beuge meine Seele mit Fasten. Weil wenn ich möchte, dass mein Leben mehr all in geht, dann muss ich an meiner Seele arbeiten. Und beim Fasten sage ich quasi so, Seele, meine ganzen Wünsche, mein ganzes Denken, meine ganzen Emotionen, sage ich jetzt mal, hey, das Ungöttliche davon, der gottgetrennte Teil, der gottlose Teil, hey, der darf jetzt leiser werden. Der darf ein bisschen runterfahren. Und was dann passiert ist, dass unser Geist hungrig wird, unser Geist laut wird. Wir haben Appetite, verschiedene Appetite in unserem Leben. Und wenn wir die körperlichen Appetite und die seelischen Appetite ein bisschen leiser machen, hat mein geistlicher Appetit viel mehr Kapazitäten. Und das passiert beim Fasten. Mein körperlicher, mein seelischer Appetit, den möchte ich ein bisschen aushungern, dass mein geistlicher Appetit größer und lauter werden kann. Das heißt, wenn die Seele leise wird, wird der Geist laut. Und das ist das Geniale beim Fasten, weil da passiert etwas. Da passiert etwas, dass meine Seele leise wird und dass ich meine Seele beuge, dass Gott mehr Wirkungsraum in mir bekommen kann. Und dass meine Seele in diesen Prozess geht von Heiligung, dass die selbstsüchtigen Teile, die gottlosen Teile, von meinem Wille, von meinem Intellekt und meinen Emotionen, dass die von Gott verändert werden, transformiert werden in das Göttliche hinein. Und so komme ich zum vierten Punkt.
Fasten ordnet nicht nur die Seele unter, sondern damit zusammenhängend. Viertens, Fasten treibt den Unglauben aus. In Markus 9, 14 bis 29 ist die Geschichte von dem Jungen, der von Dämonen besessen ist. Und die Jünger, die wollen den austreiben und die können den Dämon nicht austreiben. Und dann kommen sie zu Jesus und Jesus treibt den Dämon aus. Und dann ist Jesus erstmal ein bisschen mokiert darüber, dass sie den Dämon nicht austreiben konnten. Und dann sagt er dort, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Fasten und Beten. Und da sagt man jetzt so klassisch, okay, na gut, der Dämon, der kann halt nur ausfahren durch Fasten und Beten. Dabei schauen wir da mal in den Kontext. Und der Kontext ist die ganze Zeit nur über Glauben und Unglauben. Und er sagt, hey, wer glaubt, der kann Berge versetzen. Ja, aber aufgrund eures Unglaubens und so weiter und so fort. Es geht die ganze Zeit um Glauben und Unglauben. Und dann sagt er, hey, dieser Unglaube. Und da bin ich der Überzeugung, dass in diesem Vers vielmehr heißt, diese Unglaube, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Das heißt, im Fasten, da wird mein Unglaube ausgetrieben. Warum? Wie komme ich dazu? Wir hatten gerade das Fasten, dass die Seele der Ort ist, der mich eigentlich abhält, von all in mit Gott zu gehen, der eigentlich Gott nicht vertraut. Das ist so oft der Teil in uns, der eher noch gottlos ist, von Gott losgelöst sein möchte. Und Unglaube ist eigentlich ein seelisches Problem. Es ist gar nicht ein geistliches Problem, sondern ein seelisches Problem. Weil meine Seele, also Unglaube ist nämlich nicht, ich glaube gar nichts, sondern ich glaube etwas anderes mehr. Unglaube heißt nicht, du glaubst Gott nicht, sondern du glaubst einer anderen Erfahrung, deinem bisherigen Horizont, das, was du gehört hast, so wie du geprägt bist, das, was dein Verstand sagt, dem glaubst du mehr. Kann die Person geheilt werden? Oh, ich denke nicht. Gott sagt, wem glaubst du mehr, deinem Verstand oder Gott? Das ist der Ort, das ist die Seele bei uns. Und darum ist es krass, wenn wir fasten und beten, wenn wir fasten, lassen wir die Seele ruhiger werden. Das heißt, der Unglaube in uns, die Stimme, die sagt, du kannst Gott nicht glauben, du kannst dir nicht vertrauen, die wird auch leiser und plötzlich wird die Stimme Gottes lauter. Und das ist der Grund, warum im Fasten so viele Durchbrüche passieren, warum schon in meinem Bekanntenkreis Dutzende Männer frei wurden von Pornografie, warum so viele Leute schon geheilt worden sind, einfach im Fasten, weil das etwas, da passiert etwas in unserem Glauben. Und da passiert etwas mit unserem Unglauben. Da wird die Seele leiser und der Geist wird lauter. Es ist eine körperliche Aktion der Seele mit einer geistlichen Reaktion darauf. Hey, Fasten ist ein Game Changer. Es ist eine Geheimwaffe, die Gott für uns hat. Und ich möchte dich einladen, von der Gebrauch zu machen und dich darauf einzulassen, auf die Reise. Sei gespannt, was Gott damit machen möchte. Und ich bin gespannt, wie wir in unserer deutschen Christenheit wirklich einen Unterschied machen werden, wenn wir die Geheimwaffe vom Fasten entdecken. Alles Gute und Gottes Segen dir. Ciao, ciao.